sie hatte einen Blick, der durch einen durchging. Mir kam das so vor, als würde sie ihr Gegenüber Stück für Stück scannen. Buchella war, wie man so schön gesagt hat, Hellseherin. Und was sie prophezeit hat, das war alles richtig. Wer war diese Frau? Ihr Haus in Remagen ist legendenumwoben. Man sagt, die Großen der Welt haben sich bei der Hellseherin die Zukunft voraussagen lassen. Konrad Adenauer war hier. Das war ja schon was. Ludwig Erhard. Die Kaiserin von Persien war schon etwas für kleinen Remagen. War schon was ganz Besonderes. Remagen, ein Städtchen unweit der damaligen Regierungshauptstadt Bonn. Hier lebte sie, die berühmteste Hellseherin der Bundesrepublik. 1961 zog sie in das Häuschen am Viktoriaberg Nummer 5. Buchela, ein seltsamer Name. Und wer da alles die Treppe hochging? Politiker, indische Maharajas, die Eisprinzessin Marika Kilius. Mancher mochte sich später nicht mehr an den Besuch bei der Hellseherin erinnern. Doch den Nachbarn blieb nicht verborgen, wer da kam. Was für mich super interessant war, diese Leute, die zu ihr kamen. Die kamen halt eben dann so die Straße hier rauf, hatten tolle Sachen an, tolle Hüte, Absetzschuhe ohne Ende, Pelzmäntel, das, was man hier alles gar nicht kannte. Auch das Fernsehen lag damals öfters auf der Lauer. Rätselraten, wer diese feinen Damen wohl sein mochten und was sie denn auf dem Herzen haben könnten. Anmelden mussten sich die Kunden der Hellseherin im Hotel zum Kapellchen am Fuße des Viktoriaberges. Das Vorzimmer der Buchela hieß das Gasthaus in Remagen. Nicht selten warteten hier 20, 30 Kunden. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es da also bisweilen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihren Kunden kam. Wer ist nun als Nächster dran? Und ich sitze aber schon als Erster hier und ich war schon morgens um 4 Uhr hier und sie sind nach mir gekommen. Das hat es wohl gegeben. Vorsorglich hatte die Remagener Polizei ein Auge auf das Geschehen und die vielen fremden Autos. Das war der VW Käfer und das war der dicke Daimler. Die kamen wohl als aus allen Bevölkerungsschichten, von der armen Frau bis zu dem, der es dicke hatte. Denn das sah man ja auch an den Autos, die vor dem Kapellchen geparkt waren. Und die gehörten alle, nicht alle zu den Anwohnern dieses kleinen Gässchens. Diese Bilder verdanken wir einem Filmteam aus der DDR. Warum die Bürger der BRD eine Wahrsagerin aufsuchen, anstatt ihren Verstand zu benutzen, das interessierte die DDR-Journalisten sehr. 8023 Remark. Ja, dann sagen wir mal morgen zwischen 10 und 12 Uhr. So. Jeder Filmbericht, mochte er noch so kritisch sein, machte die Buchela berühmter. Ihr Geheimnis zu ergründen schaffte niemand. Wer war sie? Was passierte zwischen ihr und den Menschen, die bei ihr Rat suchten? Die Frau Buchela kam mir auch entgegen, reichte mir die Hand und dann gingen wir in eine Ecke und haben uns da an einen kleinen Tisch zusammengesetzt. Und sie hat unterwegs, fing die schon an, mir was von mir zu erzählen. Und da muss ich sagen, da war ich ein bisschen sprachlos. Und die fing einfach an, dass ich in letzter Zeit ein sehr schweres Leben hinter mich hätte bringen müssen. Und hat mir auch gleich gesagt, ich wäre vor gar nicht allzu langer Zeit geschieden worden. Die Buchela wird erzählt, habe ihr Gegenüber nur anschauen müssen und dann Bescheid gewusst. Das ist unglaublich. Was diese Frau einem erzählen kann, man ist zum ersten Mal bei ihr. Dann fängt die an und erzählt einem, was man im Leben erlebt hat. Ja, und wenn so etwas geschieht und man weiß, ach du liebe Zeit, das ist ja wirklich bei dir so gewesen.
dann ist ja das, was sie für die Zukunft sagt, das muss dann ja richtig sein. Denn woher soll sie das andere wissen? Ja, woher? Sie war eine Frau, die ermutigen konnte. So viel scheint gewiss. Manche Leute sind reingekommen, sehr armselig. Und wie sie rausgegangen, da war das Gesicht froh. Wissen Sie, richtig erlöst. Und gute Nachrichten. Ja, ja, sehr gute Nachrichten. Remagen war stolz auf seine Hellseherin. Auch wenn sie für die Bürger des Städtchens sichtbar eine Fremde war. Man sprach in Remagen von ihr als die Buchhela oder die Zigeunerin. Also als Kind hat sie mir schon ein bisschen Angst gemacht. Eine Zigeunerin. Sie machte keinen Hehl daraus. Über ihre Herkunft hat sie einmal dem Fernsehen zu Protokoll gegeben. Man nennt sie auch die Buchela. Ja. Können Sie uns sagen, wie es zu diesem Beinamen gekommen ist? Ja, der Name Buchela. Ich bin nämlich unter der Buche geboren. Sie sind draußen im Freien unter einer Buche geboren? Ja, unter einer Buche im Monat Oktober. Und ist das Zigeunerbrauch, sie dann danach zu benennen? Nein. Das ist nein, es nicht? Nein. Können Sie uns erklären, wie die Umstände Ihrer Geburt? Wir waren auf Reisen, wie das fahrende Volk auf Reisen. Ja. Wir sind Zigeuner. Ja. Ja. Wir fuhren und es war ein schweres Unwetter. Meine Mutter, verstehen Sie, und mein Vater, die hatten Angst. Ja, es war der Wald und da wurde ich geboren. Und das war unter der Buche. Eine medienwirksame Geschichte. Ob sie wirklich unter einer Buche geboren wurde, wird bezweifelt. Jedenfalls kam sie im waldreichen Saarland zur Welt, in der Nähe eines Dorfes namens Honsrath. Im Standesamt wurde ihre Geburt am 13. Oktober 1899 gemeldet. Von ihrem Vater Anton Meerstein, Musiker, katholisch. Vorname des Kindes Margareta. Wegen Schreibunkunde heißt es dort, unterzeichnete Anton Meerstein mit 3 Kreuzen. So muss man sich die Kindheit der Margareta Meerstein, genannt Buchela, vorstellen. So lebten die Sinti um 1900, die Meersteins wohl auch. Unter freiem Himmel, immer mit dem Pferdewagen unterwegs, hausieren, musizieren. Abseits der Gesellschaft, nirgends gern gesehen. Abgelehnt von den einen, bemitleidet von den anderen. Die Zigeuner in der damaligen Zeit, die sind wahrscheinlich wirklich auch manchmal in der Natur nachts überrascht worden und haben wirklich unter Bäumen gelebt, ne? Und hatten wahrscheinlich doch ein sehr, sehr schwieriges Leben. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, wenn sie draußen sind. Abends so ein bisschen Nebel, das ist unser Leben. Da sind die Kühe, da ist ein schönes Bauhaus, da hören die schöne Musik. So was, das zieht uns an. Sie Naturmenschen aus. Leben mit der Natur. Auch Margareta Meerstein, die Buchela, sagt man, hat es in jungen Jahren sehr gemocht. Einige der Meersteins leben es heute noch. Hier am Rande der lothringischen Stadt Forbach. Sinti, die nach wie vor ihre eigene Sprache sprechen, das Romanes, und sich stolz Zigeuner nennen. Sie blieben unter sich in ihrer Welt und zeigten sie Fremden nur ungern. Die Buchela zeigte sich und brach damit ein Tabu. Ihren Affen kannte jeder in Remagen. Das
war schon was ganz Exotisches. Das machte sie dann auch irgendwie, natürlich auch, fremd und natürlich auch geheimnisvoll. Ich glaube, dass sie damit so ein bisschen Nimbuspflege betrieb mit diesem Affen. Da ist die Zigeunerin, da ist der Affe. Das macht schon Eindruck. Fotos aus ihrem Familienalbum, das ein Nachbar nach ihrem Tod im Gebüsch gefunden hat. Spuren aus ihrem Privatleben sind rar. Es wird erzählt, ein Großteil ihres Nachlasses sei in ihrem Garten, nach Zigeunersitte, verbrannt worden. Wie ist sie zur Hellseherin geworden? Über vieles kann man nur spekulieren. Auch die eigenen Leute wissen wenig darüber. Auch innerhalb dieser Familie war sie sehr geheimnisvoll. Und das ging so weit, dass die Leute auch gesagt haben, das hat sie gesehen. Das ist eine Wahrsagerin, die kann das wirklich. Kann man einen Beruf wie den Sie eben genannt haben, ergreifen? Kann man ihn erlernen? Nein. Wie einen anderen Beruf etwa? Nein, ist angeboren, von Geburt. Wann haben Sie diese Gabe bei sich selbst das erste Mal entdecken können? Durch meinen Herrn Bruder, verstehen Sie gut. Dieser Bruder, der ging viel in den Wald und in dem Wohnwagen. Mein Vater hatte einen Revolver. Er spielte damit. Ich erwarnte meine Mutter. Meine Mutter hat mich dadurch geschlagen und sagte, ich wäre nicht ganz bei Sinnen. Ja, dann ging der Schuss los und er war tot. Das war so eine Vorahnung. Das Waisenhaus im saarländischen St. Wendel. Nach dem Tod ihres Bruders wurde sie den Eltern weggenommen und hier eingewiesen. Es muss ein Schock für die Achtjährige gewesen sein, in einem festen Haus zu wohnen, nach fremden Regeln zu leben. In St. Wendel lernte sie damals lesen und schreiben. Das hat sie auch für unsere Leute sehr mysteriös gemacht. Weil woher kannte sie Lesen und Schreiben? Wo hat sie das gelernt? Die wenigsten konnten Lesen und Schreiben. Irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg tauchte sie im Rheinland auf. Wann sie das Waisenhaus verlassen hat, ist nicht bekannt. Sie zog durchs Land als Hausiererin, zusammen mit ihrer Mutter. Mal im Planwagen, mal zu Fuß. In den Dörfern links und rechts des Rheins verkaufte sie Spitzen. Manche Leute haben mich reingelassen, gaben mir Kaffee zum Essen. Und manche, verstehen, waren vor der Türe. Ja, und habe immer etwas verkauft. Mhm. Ja, ich ging auch viel bei Pasteure für die Kirche, für die Messdiener, die Spitzen, für den Altar der Spitzen. Auch die Städte lernte sie kennen. Die Häuser der Wohlhabenden und Gebildeten. Dass eine Zigeunerin zu dieser Welt gehören könnte, erschien damals in den 1920er Jahren ausgeschlossen. Und meine Mutter hat die Buchhela noch als Hausiererin gekannt. Und ihre Mutter hat immer gesagt, wenn die küt, lass die Tür zu. Die will nur wieder Redaction verkaufen. Und so ist sie häufig abgewiesen worden, weil die Leute einfach, ja, ziehender Gauner, Zigeuner. In dieser Zeit hat sie auch viel gelernt. Man muss sich mal vorstellen, wenn du jeden Tag an der Türe gehst und hausierst, lernst du natürlich vieles über die Leute, über die Menschen. Du brauchst nur die Leute anzugucken und du weißt, so ist der und so. Du hast dann eine ganz große Menschenkenntnis. Die Welt der Gadje, so nennen die Zigeuner die Nicht-Zigeuner. Sie zu kennen war wichtig. Wo ist was zu verdienen? Hinter welcher Tür lauert Gefahr? Hier und da, wenn die Herrschaften freundlich waren, sagte die Buchela ihnen die Zukunft voraus. Die Gadje, die gehen ganz oft davon aus, oder die Gadje haben selber gefragt, die interessieren, können sie auch aus der Hand lesen? Das haben die Gadje auch schon mal gefragt. So, ne? Und dann ist das passiert.
Manche erwarteten die Bucheler schon. Wahrsagen brachte ihr bald mehr Geld ein als Spitzenverkaufen. Da ging ich dann von Haus zu Haus, immer nur Wahrsagen, Wahrsagen, Wahrsagen. Ja, ich war der Mutter ihr Brot. Das heißt also, Sie haben für die Familie sozusagen das Geld angeschafft? Das ja, ja. Das Geschäft lief gut, bis 1933. Dann wurde es zu gefährlich, in Köln und anderen Städten herumzuziehen. Sie habe die Verfolgung der Zigeuner vorhergesehen, wird sie später erzählen. Auf dem Land in der Voreifel fand sie Zuflucht. Stotzheim. Ein Dorf, in dem viele Wanderhändler lebten, man Zigeunern mit einer gewissen Toleranz begegnete. Eine Zeit privaten Glücks mit einem Hausierer namens Adam Gussontier. Sie träumte von Kindern. 1938 ließen sich die beiden in der Stotzheimer Kirche trauen. Ein kleines Wunder, das der örtliche Pfarrer vollbrachte. Denn Zigeunern war nach den Nürnberger Rassegesetzen die Heirat verboten. Adam Gussontier und Margareta Meerstein. Der Name des Ehemanns war französisch. Keiner der einschlägig bekannten Zigeunernamen. Gussontier hieß sie von jetzt an. Vielleicht hat die Heirat mit Adam Gussontier ihr Leben gerettet. Man hat sich schon gefragt, klar, wie hat sie das geschafft? Ne? Nicht in den Konzentrationslagern zu kommen. Weil die meisten hier von uns, von meinen Eltern, die wurden dann gesammelt und von da aus ab in den Konzentrationslager gebracht. Ne? Und sie hat das geschafft, da vorbeizukommen. Sie wurde nicht wie andere von Rassebiologen vermessen und registriert. Margareta Gussontier entging als eine der wenigen ihrer Familie der Deportation. Ihre Mutter und einige ihrer Geschwister wurden in Auschwitz ermordet, wie wir aus den Akten wissen. Wir waren eine große Familie gewesen, glauben Sie mir. Große Familie. Aber die meisten sind nicht mehr da. Ein Trauma, über das die Bucheler später nie öffentlich gesprochen hat. Da sind ja auch bestimmt viele Menschen mit umgekommen durch die Nazis, die sie ja auch gekannt hat. Und das sind ja auch Verletzungen für so einen Menschen. Zuletzt verlor sie auch ihre Liebe. Adam Gussontier starb 1945 als Soldat der deutschen Wehrmacht. Bei Kriegsende war sie Witwe, 45 Jahre alt. Und plötzlich wurde sie gebraucht. In den zertrümmerten Städten von Menschen, die ihre vermissten Angehörigen suchten. Nach dem Krieg haben Wahrsagerinnen eine große Rolle in Deutschland gespielt, auch die Bucheler schon. Da pilgerten ja unzählige Menschen hin mit Bildern oder mit irgendeinem Gegenstand, der vermissten Soldaten gehörte. Das war der Anfang dieser Hochkonjunktur für Bucheler und ihre Kolleginnen, sage ich einmal. Am Anfang ihres Ruhms stand der verlorene Krieg. Selbst Skeptiker holten sich damals bei Wahrsagerinnen Rat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Bild meines Vaters auch mal bei solchen Leuten gewesen. Es hat ihn nicht wiedergemacht. Stotzheim wurde zur Pilgerstätte. In die kleine Straße, wo sie wohnte, kamen nicht nur die Verzweifelten. Bald standen vor ihrer Baracke auch Autos von Geschäftsleuten und Politikern. Bundeskanzler Konrad Adenauer will man gesehen haben. Mehrfach soll er da gewesen sein. Es wird gesagt, und ich kann mir dann auch vorstellen, der hat vor jeder wichtigen Entscheidung, die er treffen musste, hat er sie befragt, gehe ich links rum, rechts rum oder fahre ich geradeaus? Es gibt keinen Beleg dafür, möchte ich ausdrücklich sagen, dass Adenauer bei ihr in Stotzheim war. Stotzheim ist ein kleines Nest,
gewesen damals. Und wenn eine große Mercedes-Limousine des Bundeskanzlers dort vorgefahren wäre, dann wäre das aufgefallen. Jedenfalls wurden die Limousinen vor dem Haus der Buchela immer schicker. Die Boulevardpresse berichtete, machte sie groß und immer größer. Sie heizte die Gerüchteküche an. Adenauer sei Stammkunde bei ihr. Ihre Sprechstunden verlegte die Buchela nun in ein Hotel, das den schönen Namen Zweifel trug. Das Hotel Zweifel, eine wichtige Station ihres gesellschaftlichen Aufstiegs. Apollo Zweifel, der Hotelbesitzer heißt es, behandelte sie wie eine Diva. Wie mag sie sich hier gefühlt haben, nach Jahrzehnten der Armut und der Verfolgung? Sie hatte jetzt Geld und entwickelte ein ganz eigenes Verhältnis dazu. Sie lassen sich von Ihren Kunden für ihre Mühewaltung bezahlen. Ja. Wie ist das eigentlich geregelt? Gibt es da einen feststehenden Satz für eine Konsultation? Oder? Nein. Das ist sehr unterschiedlich mitunter. Ja. Der eine gibt viel. Man meint, die Reiche geben viel. Nein. Ist bald alle eins. Ich könnte mir vorstellen, dass die wohlhabend war nachher. Denn so Leute wie Adenauer und so weiter, die haben die ja nicht mit 20 Mark abgespeist dann. Ich habe jedes Mal hab ich nur 20 Mark bezahlt. Und das hat sie häufiger gemacht, dass sie Leuten, die nicht so betucht waren, sie hat nie eine Auskunft verweigert. Sie hat auch umsonst Leute gehabt. So quasi jeden Tag eine gute Tat oder da tun wir mal nichts nehmen. Ich sage, bei mir sind die Menschen gleich, ob arm oder reich, verdient sie ja. Einer gibt viel, der andere gibt wenig. Ich sage immer so, was der eine weniger gibt, der andere dafür doppelt bei. Stimmt's nicht? Ja. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Es gibt kein Zweiter mehr auf der Welt, wie meine Tante war. Ende der 50er Jahre zog die Buchela an die Ahr, eine Gegend, die sie aus Hausiererzeiten kannte. Ein Kurhotel mit wohlhabendem Publikum. Von dort aus dauerte es nicht mehr lang, bis sie der Welt den selbstbewussten Satz zu Protokoll gab. Ich bin die Buchela, ich tue die Wahrheit sagen. Der Erfolg trug sie 1961 nach Remagen, die Kleinstadt am Rhein, in der Nähe von Bonn. Am Viktoriaberg wartete ein Haus, das ihr von zwei zufriedenen Kundinnen vererbt worden war. Mit 61 Jahren hatte die Buchela ihren Platz gefunden. Sogar der Bürgermeister hieß sie willkommen. Ein eigenes Haus. Hier lebte sie fortan und empfing ihre Kunden. Remagen. Ja, von Bonn kommen sehr viele. Mit wem habe ich die Ehre? Ja, ist gut. Gell, sind Sie in Bayer? Ja, schön. Am 4. von 12 bis 18 Uhr Remagen Hotel Kapellchen. So, vom Opernhaus, gell? Die spielt die erste Rolle. Köln. Hallo. Dass ich dann nun plötzlich eine Zigeunerin kennenlerne, die eine so unglaublich tolle Frau ist, das habe ich mir in meiner Kindheit auch nicht denken können. Der Bürgermeister und die Zigeunerin, die ihm prophezeite, er werde ins Rathaus einziehen. Die neue prominente Bürgerin sorgte in Remagen für Gesprächsstoff. Wer kommt zu ihr? Sogar in der Nacht? Und aus welchem Grund? Es kamen ja ganz, ganz viele Frauen auch zu ihr. Es hatte wahrscheinlich immer ganz viel mit Liebe zu tun. Männern geht es um Job, um Geld, um Macht und solche Dinge. Die meisten fragen, was ein Haus angeht, ob sie das verkaufen sollen. Die anderen fragen mit Grundboden, mit Parzelle, ob sie es kaufen sollen oder verkaufen. Die anderen kommen wie in Aktien, ob die steigen oder nicht steigen.
manche mit Krankheiten. Erfolg, die wichtigste Frage dieser Zeit. Wenn die Eisprinzessin Marika Kilius einen schwierigen Wettkampf vor sich hatte, war hinter den Kulissen die Buchela im Spiel. Wie bei der Weltmeisterschaft 1964. Also ein paar Tage bevor die Weltmeisterschaft anfing, hat meine Mutter schon mal mit der Buchela telefoniert und sie hat gesagt, ich brauche da ein bisschen Zeit. Sie schickt dann gleich ein Telegramm, wenn sie weiß, wie es ausgeht. Würden Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler es schaffen? Das russische Paar, die Protopopovs, hatten einen riesen Vorsprung. In dem Telegramm stand, lassen Sie Ihre Kinder nicht laufen, Sie werden keine Chance haben, gegen die Russen zu gewinnen. Und das hat mir meine Mutter dann gegeben, da habe ich gesagt, weißt du was, zerreißen, Mülleimer, mehr ist es nicht wert. Sie liefen. Gegen den Rat der Buchela. Sie liefen die Kür ihres Lebens. Und holten Gold. Solche Fehlprognosen kamen vor. Sport war nicht Buchelas Stärke. Sie hat halt immer versucht, etwas vorauszusagen. Das eine stimmte, das andere stimmte nicht. Wembley 1966. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war die Buchela eindeutig überfordert. Hi! Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Ja, wer ganz genau gewinnt, kann ich ja nie deuten. Nicht? Nein, ganz genau kann ich es nie deuten. Ich sehe bloß 2-2, ja. Der Deutsche 2, der Engländer 2. Das sehe ich. Ich sehe nicht, als er den Sieg erringt. Mhm. Es ist aber nur knapp. Es ist ganz knapp. Neben ihrem Leben im Rampenlicht gab es die andere Welt. Immer noch. Ihre eigenen Leute, die Familie und die Zigeunerwallfahrten, die sie als Kind so geliebt hatte. Hier im saarländischen Oberlöstern kann man die Tradition heute noch erleben. Die besondere innig-katholische Frömmigkeit, die keine Kirchen braucht. Ihre Zugehörigkeit zu dieser Tradition hat die Buchela vor den Augen der Öffentlichkeit sorgsam verborgen. Die Öffentlichkeit kannte sie anders, geübt in jeder Art von Showbusiness. Sie bewegte sich völlig selbstverständlich in der Welt der Gadje, der Nichtzigeuner, mit all ihren Spielregeln und seltsamen Fragen. Tun Sie für die Menschheit etwas Gutes? Ja. Können Sie auch mir Gutes erweisen? Gutes und Schlechtes. Wir sagen nur ja oder nein. Ihr Leben verlief zwischen zwei Welten. Auch unter den Sinti war und ist die Buchela eine Größe. Auf den Wallfahrten erzählt man heute noch von ihr. Die Kinder kennen ihren Namen. Man erzählt, dass früher auch die Buchela dabei war, jedes Jahr. Und dann immer seltener, weil sie die Zeit lieber mit den Gadje verbrachte. Und dann gar nicht mehr. Wie weit hatte sie sich entfernt von der Familie? Aber sie gehörte schon zu der Welt der Zigeuner, zu dieser Familie. Nur sie hatte natürlich nicht mehr dieses Leben innerhalb dieser Familie, weil die Zigeuner, die leben halt zusammen. Sie lud die Verwandtschaft zu sich nach Remagen ein. Die Buchela liebte es, von Nichten und Neffen umgeben zu sein. Und diese liebten es, mit ihr zu feiern. Sie genossen die Weltoffenheit im Haus der Tante, der berühmten Wahrsagerin. Aber sie hat, natürlich hat sie diesen großen Kontakt zu den Gadje gehabt. Das war außergewöhnlich, vor allen Dingen auch nach diesem Dritten Reich halt. Weil viele in dieser Generation wollten mit dem Gadje eigentlich keinen Kontakt haben. Die meisten Verwandten der Buchela lebten nach wie vor im Abseits, unter sich. Viele davon in Armut. Das wusste sie und half bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Cousin von meinem Vater und noch einer, die sind bei ihr vorbeigegangen und haben sie dann besucht. Und sie hatte da auf dem Tisch viele, viele Briefe. Also von Leuten, die sie um Rat gebeten haben. Und in den Briefen waren natürlich auch Geld. Dann ist sie rausgegangen. Die haben die Briefe gesehen, haben drei Briefe eingesteckt. Und dann kam sie zurück und hat dann zu denen gesagt, wenn ihr die Briefe einsteckt, lasst doch die Briefe hier, das Geld könnt ihr behalten, damit ich den Leuten antworten kann. Wenn jemand kommt, Turmverein, Sportverein, Karnevalsverein, verdient, es ist gleich, wer kommt. Jeder, der zu mir kommt, der kriegt. Dann kommen meine Sippe. Da hat die nichts mehr für sich gehabt. Das wurde in der Sippe verteilt. Das heißt, wenn einer was hat, da bekommen alle was ab. Da. Du 50 Mark, du 50 Mark, du 50 Mark. Da, hol das mit für die Kinder. Schokolade, so. Hol mit für die Kinder, hol mit für die Kinder. So ein Mensch gibt's nicht mehr. Glauben Sie es mir, es gibt keine mehr. Es gibt keine mehr. Da gab es ja vor allen Dingen so Musiker, die da auch immer wieder hinkamen. Und wenn die da waren und für ein paar Tage wohnten, dann ging es denen allen gut. Sie teilte gern. Sie verdiente ja gut. Im Restaurant Maternus redete man inzwischen über sie. In der Klatschküche der Bonner Republik. Wo abends die Prominenz zusammenkam, wo Staatssekretäre einen trinken gingen und neugierige Journalisten auftauchten, wo Dietrich Genscher verkehrte und Willy Brandt mit seiner Frau Ruth. In den großen, trinkfreudigen Runden, erzählt man, fiel immer wieder der Name der Hellseherin. Sie war ein Schatten. Im Hintergrund der Bonner Jahrzehnte, sie wurde von Politikern in Anspruch genommen, aber es gab keine Beweise dafür. Das fand alles sehr diskret statt. Journalisten fragten nach Namen. Die Antworten blieben allgemein. Ich habe selbst Freunde in Bonn im Ministerium, von denen ich genau weiß, dass sie sich ständig von ihr beraten lassen. Man traf sich ja häufig in Rheinland-Pfalz am Bahnhof Rolandseck. Und dort wurden schöne Feste gefeiert. Und da hieß es mit vorgehaltener Hand, die Buchela ist da. Und alle fragten, was macht Buchela? Welcher Politiker will sie denn? Auf den Festen im Kulturbahnhof Rolandseck war die Buchela oft zu Gast. Prominenz aus Bonn. Künstler, bunt gemischt, das mochte sie. Oft waren Staatsgäste eingeladen. Wie an diesem 16. April 1971. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, empfing Edward Kennedy. An diesem Tag entstand ein Foto, das die Buchela in der Nähe der Mächtigen zeigt. Vorn links die Buchela, rechts Edward Kennedy, in der Mitte Helmut Kohl. Was mögen Sie geredet haben? Wir haben alle da gestanden. Da sind sie auf den Bildern, sind sie ja. Da sind sie nur noch der Arm von mir. Da sind sie, sie spricht mit ihm, mit Kennedy. Und was sie prophezeit hat, da hat er gesagt, ob er auf dem Ruder kommt. Da hat sie gesagt, er kommt. Dann, sie kommen dran. Machen Sie keine Sorgen. Ich war selber dabei, ich habe alles gehört. Ein idealer Ort für die Hellseherin. Geschichten in die Welt zu setzen. Wahr oder nicht wahr, die Gäste würden sie garantiert weiter verbreiten. Das machte sie geschickt, die Buchela. Die Presse druckte ihre Prophezeiungen. Häufig kommentierte sie Staatsbesuche. Selbst ausländische Diplomaten kamen zu ihr und suchten Rat. Eines Tages reisten zwei Journalisten aus der DDR nach Bonn, um der Sache mit der Wahrsagerin nachzugehen. Es musste ja irgendwo einen Schlüssel geben um ihr Geheimnis. Sie sagt ja auch, sie liest keine Zeitungen, sie interessiert sich für nichts, ne? Und gibt dann über die Welt große Erklärungen ab. Die Buchela und die zwei Journalisten aus Ost-Berlin. Geisterstunde hieß ihr Film fürs DDR-Fernsehen. Sie sagte später, sie habe nicht gewusst, wer die zwei waren.
Der Film sammelte Beweise für ihren großen Einfluss in Bonn. Das hatte uns schon interessiert, weil sie in ihren Veröffentlichungen ja ein großes politisches Rad drehte. Die Buchela jedenfalls spielte mit. Erklärt vielleicht Ihr enger Kontakt zur Prominenz der Bundeshauptstadt auch diesen Namen, Seherin von Bonn? Ja. Damit hat er zu tun. Wissen die alles. So wurde die Buchela zur Kronzeugin der DDR-Propaganda. Das politische Bonn sei mittelalterlichen dunklen Mächten verfallen, hieß es in dem Film. Im großen Sabbat von Hexenwahn und Wunderglauben reitet Frau Buchela den ersten Besen. Das große politische Rad, fanden sie heraus, drehe nicht die Buchela selbst, sondern ein Hintermann, der für sie politische Prognosen schreibe. Als wir ihn dann vor der Kamera hatten, sieht er so aus mit weißem Schal und so weiter, wie man sich einen Zampano vorstellt. Ne? Er hat das von hinten gemacht und Konzerne wie Springer und so haben das benutzt. Da lag der DDR-Film nicht falsch. Ob es ihr geschmeichelt hat, dass jemand sie so wichtig nahm? Eine Person hochzustilisieren als diejenigen, die die Politik in Deutschland bestimmt, das ist für mich in der Nachschau ein Witz, allerdings ein ziemlich schlechter Witz. Fest steht, solange über sie geschrieben und geredet wurde, verdiente sie gutes Geld. Privat war und blieb sie eine Provinzlerin. Sie lebte ziemlich zurückgezogen. Eine alleinstehende Frau, ohne Mann, ohne Kinder. Eine ältere Dame, die ihr Leben mit Tieren teilte. Viele Jahre wohnte ihr Neffe, Wolfgang Meerstein, bei ihr. Ein Mensch aus ihrer Welt, für den sie sorgte. Sie hat immer die Meinung gehabt, der Wolfgang wäre ihr am ähnlichsten. Wenn sie die beiden vom Gesicht her so nebeneinander halten, die sehen sich auch sehr ähnlich. Vielleicht, dass der Wolfgang der gewesen ist, den sie sich als Sohn gewünscht hätte. Der sah natürlich auch ganz exotisch aus mit seinen langen schwarzen Locken und seinen goldenen Ringen und Armbändern, wenn man ihm so begegnete. Ein Paradiesvogel, der auffiel. Das Jahr 1972, in dem er Karnevalsprinz wurde, hat man in Remagen nie vergessen. Wer im Karneval eine solche Rolle spielt, gehört dazu. Wolfgang II., der stolze Prinz, ließ alles filmen. Das hat große Streitigkeiten gegeben, ob so ein Mann das wirklich sein dürfte. Ein Zigeuner und einer, der damals keine Frau liebte, sondern nur Männer. Das war ja zu der Zeit auch noch nicht so ein Thema, das so von der Bevölkerung angenommen wurde. Aber die Remagener akzeptierten das und haben ihn unglaublich gefeiert. Und sie feierten weiter, als die Presse sein Vorleben enthüllte. Remagen ließ ihn trotzdem nicht fallen. Da hat die Frau Buchela schwer dran gedreht. Also ich bin der festen Meinung, die hat den gesamten Zug gesponsert. Wie wird so einer Karnevalsprinz? Doch nur mit dem Geld der Tante. Ist doch ganz klar. Das Geld half. Morgens sind sie gekommen, die Stadtsoldaten. So, Frau Buchela, jetzt werden sie verhaftet. Sie war die Hauptsponsorin. Und nach altem Brauch wurde sie gefangen genommen und musste sich im Rathaus freikaufen. Eine selbstbewusste, fröhliche Buchela. Sie hatte ihrem Lieblingsneffen einen Traum erfüllt.
Die war unglaublich stolz und hat sich unglaublich gefreut, dass das möglich war, dass der Wolfgang Prinz sein durfte, nicht wahr? Jahre später war Wolfgang Meerstein tot. Ermordet im Haus seiner Tante im März 1976. Ein junger Freier hatte ihn getötet, mit Dutzenden von Messerstichen. Der Tod vom Wolfgang hat sie sehr gebeutelt. Der ist ihr sehr nahe gegangen. Weil das war wirklich, wo man sagen kann, da ist, der ist wirklich von ihrem Herzen gegangen, nicht nur von der Seite. Weil sie hat ihn schon sehr gemocht. Am Viktoriaberg 5 wurde es still. Immer seltener kamen Ratsuchende zu ihr. Der Garten verwilderte. Die Natur wird sich am Menschen rächen, prophezeite sie, wenn ein Journalist sie nach der Zukunft der Welt fragte. Private Fotos aus den späten Jahren. Sie war oft krank. Ihre Autobiografie erschien, verfasst von einem Ghostwriter, pathetisch, voller Legenden. Ihre letzten Monate verbrachte sie im Haus ihrer Freundin Carla Wiedeking, unter Polizeischutz. Buchelas Verwandte belagerten das Haus. Gebt sie heraus, sie gehört uns, riefen sie zornig. Sie behaupteten, die Buchela sei nicht freiwillig dort, sie sei gekidnappt worden. Rechtsanwälte stritten, es ging um Geld. Bis heute behaupten Mitglieder ihrer Familie, die Gadje hätten die Buchela vergiftet. Eine Frau zwischen zwei Welten, bis zu ihrem Tod. 1986 wurde sie, die Sintetzer, deren Leben in Armut begann, auf dem Friedhof von Remagen beerdigt. Am Grab spielten die Musiker ihrer Familie, die Meersteins, die berühmten Reinhards. Das war schon ein Begräbnis, das eine besondere Erinnerung in einen auslöst. Mensch, das war als wenn das eine Prinzessin gewesen wäre. So eine große Beerdigung.